Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern und jetzt kommt endlich eine Schlacht. Alles andere bis jetzt, also die restlichen, gefühlt die restlichen 5 Folgen oder so, war nicht wirklich eine Schlacht da und jetzt ist mal ein bisschen größer. Okay, der baut sich sehr groß auf. Okay, das Problem ist, wir haben Steinschleuderer. Das ist in dem Fall ein Problem, weil wir nur mit Steinschleudern können und dementsprechend ein bisschen blöd unterwegs sind. So, also übertrieben gesehen, aber die Flugbahn ist halt nicht für Siedlungen tauglich. Okay. Wir werden uns aber dennoch einbunkern. Und jetzt kommt der Grund. Weil nämlich er seine Hoheit an Kavallerie kann er überhaupt nicht ausspielen. Das ist der Riesenvorteil, was wir haben. Und ich will tatsächlich zwei Lager machen. Mit zwei Obliten hier. So. Und die gehen dahin, weil, also, die können sich auch wehren, weil die Speerträger sind, tun sehr weh. Das heißt, wenn die jetzt fokussieren werden, ist kein Problem. Vorteil ist, wenn alle jetzt Richtung hier gehen, was ich hoffe, was sie machen, was sie auch machen. Dann können wir eine Zange aufbauen. Und die quasi in die Falle schicken. Okay, die wollen das sogar so machen. Okay, dann machen wir es auch so. Steinschleuderer! Okay. Als ob der hier... Was ist das denn? Seit wann können die das? Unser General wird angegriffen. Seit wann können die hier durch? Also finde ich eigentlich realistisch, aber das seit wann können die da durch? Der Elefant geht jetzt auch dahin? Lol. Also planmäßig ist was anderes, aber ja. Planmäßig ist was anderes. Die Speerträger hauen immer sehr rein.
Ja, das funktioniert gar nicht hier. Das funktioniert gar nicht. Ich brauche die Sperrträger. Warte, der lässt den jetzt in Ruhe. Kämpft da mal. Das läuft gar nicht. Aber egal. Ist ja praktisch, oder ist ja mal cool, wenn die Strategie nicht funktioniert. Das macht das Ganze ein bisschen spannender. So ein Mühe spannender. Und jetzt hier die da haben jetzt echt Probleme. Ja, die greifen die hier auch an. Sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist auch nice. Dann baue ich mich hier auf. Die Sperrträger sind da. Hier sind kein Problem. Der General macht das auch alles. General, du gehst mal hier hin. Das machen jetzt alles die Piken. Wobei. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So. Greif mal jetzt an hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, dann haben wir's. Hätte es besser machen können, aber mei. Hauptsache, wir haben den aufgehalten und jetzt ist die Armee von Numidien. Geschichte. Ist das schön. So. Das war auf jeden Fall wichtig. Ich versklav die mal. Weil Geld haben wir so oder so. Und wir müssen ja ein bisschen unsere Sklaven, unsere Heloten aufbauen. Ja, jetzt kommen die geilen. Oh, danke. Cool. Wollte schon anfangen zu meckern. Das ist ekelhaft, dass er noch Flotten hat. Das ist auch nervig. Mit so einer kleinen Pixie-Armee. Ah, okay, der kümmert sich jetzt drum. Sehr gut, Messinia. Sehr gut. Kind ist geboren, Nahrungsmittelknappheit. Warum auch immer, es ist gerade Herbst.
dann bauen wir mal wieder unsere ganzen Schlachtdinger hoch. Entschuldigung. Rübsi. So. Der bekommt auch sowas. Öffentliche Ordnung, Futter. Ja, auch Futter. Und ich habe kein Geld mehr. Krass. So, dann holen wir das da mal wieder zurück. Der hat 11. Hier habe ich halt noch 0. Hier. Ja, die Garnison ist ganz gut. Der kann eh nichts. So, okay. Die wollte ich eh jetzt hier hochschicken, um die restlichen Flotten aufzuheben. Das da ist ein kleines Problem. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt gleich wieder einnehmen. Oder wir... Nee, warte mal. ...1200 kosten die. Okay, warte, dann werde ich mal... So. Das ist gerade unwichtig. Ist das eine Flotte? Ja, Admiral, okay. Das sollte reichen. Die bekommt noch was? Forschungsrate ist immer gut. Die bekommt nichts. Der bekommt nichts. Der bekommt nichts, der bekommt was? Der bekommt was? Nichts und das war's. Das werde ich probieren. Weil bis ich dahin wiederkomme mit einer Armee, das wird dauern. Ich glaube, ich baue mich gleich auf. Vielleicht funktioniert es nochmal. Vielleicht funktioniert es wieder, dass er hier stecken bleibt. Ja, sieht fast so aus.
Wobei, nee. Dieses Mal geht er weiter. Machen dann. Wieso macht er sich so breit? Doppelte Geschwindigkeit! Jetzt! Geschossinfanterie! Schnell! Schnell vorrücken! Feuer! Alter. Der hat mir schon 20 weggehauen und ich ihn 3. Will der mich verarschen? Was ist das denn für ein Quark? Alles klar. Ah. Alter, wie die Adligen hier alles wegmachen, ne? Uiuiui. Die Männer wanken. Steinschleuderer! Ja, als ob der noch mal werfen konnte. Und die machen Marathonlauf währenddessen. Ich hoffe, also wenn wir den bekommen, dann habe ich noch eine Chance. Wenn der da jetzt wankt, dann kann ich aufgeben. Dann musst du mal jetzt drängen, dass der schneller stirbt. Als dass der wankt. Weil wenn du gesandwiched wirst, dann ist es aus. Die rennen wirklich bis zum Ende.
Aber ich glaube, die schaffen's. Nein. Die waren gerade rot. Die waren gerade rot. Oh, ist das nervig. Zum Glück hat der nicht gleich die angegriffen. Der geht jetzt auch hinterher. Oh, wie dämlich. Jetzt zurück. Ja. So, jetzt habe ich dich. Der kämpft halt immer noch. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ach, gut, habe ich gewonnen. Der feindliche General ist tot. Aber ja, auch wieder, wenn das ein echter Typi gewesen wäre, 222, also echter Gegner, dann ja, hätte ich es auch nicht probiert. Also die Steinschleuderer sind übelst krass. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Habe ich nicht gerade überlegt, ob wenn man so ein großes Gebiet hatte, dass man da nicht mehr Armeen bauen kann? Beziehungsweise, dass man dann am Schluss eher kein Geld mehr hatte, wahrscheinlich, aber der hat noch Geld, das ist richtig gut. Genau, Kulturübertragung, Eingliederung. Für Ausländer mit den dazugehörigen Prinzipien, Unterwerfung. Ja, Sparta ist, war Unterwerfung. Sparta war komplette Unterwerfung.
Gut, also hier ist jetzt so eine Full-Stack-Armee und zwar eine gute. Oh. Wo kommt die denn her? Ich meine, das sind keine neuen. Also, das sind keine Noobs. Richtig nice. Ja, hau die. Geil. Gut, aber das kommt erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns. Bye, bye.